Was geht ab, Leute? Hier ist mal wieder Rap Games Prinz Eisenherz. Ich war jetzt länger nicht da. Ein tödliches Virus ist auf der Erde ausgebrochen. Und außerdem hat Lil Uzi Vert 2 neue Alben veröffentlicht. Es gibt also eine ganze Menge zu besprechen hier bei Marvin's Room. Ab geht's. Welcome to Marvin's Room. I'm sitting, chilling, relaxing. Thinking in my room. Marvin's Room. Wie in den letzten Wochen auch schon geschehen, beantworte ich ein paar eurer Kommentare. LaFlame schreibt, yo Marvin, wäre es nicht möglich, Marvin's Room wieder wöchentlich zu bringen, weil in den 2 Wochen da ziemlich viel flöten geht. Ansonsten geile Folge wie immer, Kaktus, Kaktus. LaFlame, ich würde am liebsten jeden Tag 3 Folgen Marvin's Room machen, weil ich sowieso mich immer damit beschäftige und den ganzen Tag am Labern bin. Aber das Problem ist einfach, dass ich das zeitlich neben meinen anderen Jobs, die ich noch habe, nicht hinbekomme. Du hast recht, da bleibt ab und zu was auf der Strecke, aber ich versuche auch, dass wenn montags die Folge kommt, dann habe ich schon von dem Freitag davor wieder Themen aufgeschrieben für die nächste Folge. Also ich versuche da eigentlich alles mitzunehmen, was in den Wochen passiert ist. Jetzt natürlich war es eine längere Pause. Es freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass ihr das gerne guckt und dass ihr mehr folgen wollt, aber ich kriege das zeitlich nicht hin aktuell und es tut mir sehr leid. Zweiter Kommentar. Marvin's Room muss bitte weekly kommen. Hey Moon, cool, dass du das Format schaust und ich weiß, der zweiwöchige Ihr wisst, was ich gerade gesagt habe. Die Reise bezüglich und mit Hilfe der KI geht doch gar nicht sachweit eurer davon nicht abhängigen Zukunft weg. Eure Musik hört sich instant gleich an, weil Autotune Lelex. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt ein Meme wird, dass wir einfach Kommentare unter diese Videos knallen, die absolut keinen Sinn machen, oder ob meine Fanbase einfach zu großen Teilen aus Legasthenikern besteht. Ich hoffe beides. Leute, es ist tatsächlich passiert. Jeder und seine Oma hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Lil Uzi Vert hat sein Album Eternal Attack 1 Woche vor dem ursprünglichen Release-Datum veröffentlicht. Dann bringt Lil Uzi Vert einfach noch ein Album letzten Freitag raus, also am 13., also vor 3 Tagen. Das heißt, jetzt, wenn ihr diese Folge am 16. März seht, bin ich so unendlich euphorisiert von nicht einem, nicht 1,5, nicht 1,735 von 2 Lil Uzi Alben. Wer dieses Format ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich ein sehr großer Lil Uzi Fan bin und außerdem sehr viel über ihn gesprochen habe hier und außerdem gerne mal wissen würde, wie er riecht. Er hatte große Probleme mit seinen Labelbossen DJ Drama und Don Cannon. Yeah, this was you the guys shit, are boring. Dieser ganze Beef hat dann dazu geführt, dass Lil Uzi Vert lange Zeit keine Musik veröffentlicht hat, zumindest nicht offiziell. Und auf einmal droppt er That's a Rack. Das erste musikalische Lebenszeichen von Uzi seit 1,5 bis 2 Jahren und es hat geschmeckt. Dann war es wieder länger still, dann fängt Uzi an zu tweeten, ich mach wieder 2016, Leute, ich hab noch ein bisschen Musik am Start. Und droppt aus dem Nichts den Futsal Shuffle 2020. Dann kam das Datum für Eternal Take raus, der 13. März. Das heißt vor 3 Tagen, wenn ihr das hier seht. Was man zu dem Zeitpunkt nicht bedacht hat, ist die Tatsache, dass Lil Uzi Vert das Album dann einfach 1 Woche vorher am Freitag rausgeknallt hat. Das heißt am 9. März. Ich hätte wirklich niemals in meinem ganzen Leben daran geglaubt, dass dieses Album überhaupt rauskommt. Ich habe, glaube ich, sogar eine Folge darüber gemacht, dass das niemals kommt. Einblendung. 3 Lil Uzi Vert mit Eternal Attacke, keine Ahnung. Auch ein Projekt, was fucking Monate, fast ein Jahr schon angeteasert wurde. Für mich klingt Eternal Attack wie, als wenn du mit ein paar Freunden einen coolen Wochenendtrip machst. Ihr habt alles dabei, Bier, Luftmatratzen, Springseile. Und anstatt in den Schwarzwald einzufahren, biegt ihr falsch ab nach rechts und seid plötzlich im Weltraum. Alright, this is it. People, let's move, let's go. Es ist eine gute Stimmung, aber trotzdem so ein bisschen ängstlich, aber ihr seid alle gut vorbereitet und du bist mit den Personen, die du gerne magst. Ein Kritikpunkt, den viele Leute am Album hatten, war die Tatsache, dass es nur einen Feature-Gast gab, und zwar die Sängerin Sid von der Band The Internet. Leute haben sich aber natürlich Menschen wie Young Thug oder Gunner oder Future oder... Ja, okay, keiner hat sich eigentlich ein Gunner-Feature gewünscht. Sagen wir Future und Young Thug Features gewünscht. Mein Lieblingstrack auf dem Album ist definitiv Prices mit einem Sample, was ihr bestimmt auch schon mal gehört habt.
Und wer seine Hip-Hop-Hausaufgaben gemacht hat, weiß auch, wo dieses Sample herkommt, nämlich von... Jetzt könnt ihr sagen... Ein weiteres Highlight auf dem Album ist für mich auch noch die Fortsetzung von Lil Uzi Vert's größtem Hit XO Tour Live. Das Lied heißt einfach nur P2, was wahrscheinlich für Part 2 steht, und es ist irgendwie das gleiche Lied, aber irgendwie auch anders. Außerdem ist auch sehr wichtig, dass in diesem Song Lil Uzi Vert direkt den Coronavirus anspricht. Obwohl Uzi seit langer Zeit keine Musik veröffentlicht hat, hat Uzi es geschafft, in der ersten Woche 300.000 Einheiten zu verkaufen. Das sind mehr als die 280.000 von Eminem in seiner ersten Woche. Und Uzi hat damit den erfolgreichsten Albumstart eines Rap-Albums 2020. Dann war der Stand halt letzten Freitag okay, Eternal Take ist draußen. Es hat ein paar wenige Features, trotzdem ist es unfassbar gut. Mein Leben ist schön. Und dann... Noch ein Uzi-Album! Eternal Take Deluxe Version alternativ Love is Rage 2. Und es ist einfach noch besser als das erste Album. Hä? Ich habe gerade von den ganzen Leaks von Uzi gesprochen, die vermutlich Hauptnahrungsmittel von Uzi-Fans waren, weil es halt eben keine offiziellen Releases gab. Und Uzi hat einfach diese Leaks genommen und offiziell veröffentlicht in vernünftiger Qualität. Außerdem gibt es auf dem zweiten Album all die Features, die man im ersten Album vermisst hat. Future, zweimal Young Thug, Nef, 21 Savage. Letting it get inside. Gotta wear a seatbelt when you ride. Diese Songs sind halt schon seit sehr langer Zeit anscheinend fertig und jetzt wurden sie offiziell veröffentlicht. Das heißt, Uzi hat auch keine Labelprobleme, hoffentlich mehr. Und das heißt wiederum, es könnte sein, dass wir jetzt mehr Musik von Lil Uzi Vert in einem regelmäßigen Abstand bekommen. Ha. Oh yeah. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wo ihr wart, als Eternal Take 2 rausgekommen ist und was euer Lieblingssong von den beiden Alben ist. Meiner aktuell Moon Relate. Schoolboy Q's Tour ist zu Ende gegangen und es gab dazu einen coolen Aftermovie. Das ist aber nicht die Neuigkeit, die ich euch überbringen will, sondern am Ende von diesem Film sieht man, wie er sagt, this won't be the last. Das heißt, es gibt bald wieder leckere Schoolboy Q-Songs, weit ja vor dem Album auch eine längere Pause, auch wegen des Todes von Mac Miller und so weiter und so fort. Apropos Schoolboy Q, apropos Top Dog Entertainment, apropos Kendrick Lamar, wow, was für eine Überleitung. Inzwischen wissen wir ja, Kendrick Lamar, einer der künstlerischsten Künstler unserer Zeit. Es ist immer alles sehr, sehr kryptisch. Es hat irgendwie alle 6000 verschiedene versteckte Botschaften. Damals haben wir das Rätsel von Leonardo da Vinci gelöst. Heute versuchen wir zu verstehen, was Kendrick Lamar mit dieser Ankündigung gemeint hat. Kendrick hat PG Lang gemeinsam mit Dave gegründet. Das ist der Co-Präsident von Top Dog Entertainment, dem Label von Kendrick Lamar. Und es soll wohl eine Multimedia Creative Company sein. Ja, gibt es einen vageren Namen für irgendetwas, was man machen will? Ich bin kreativer Hersteller von Dingen. There's nothing wrong with my views or beliefs because I have freedom of speech and everything I'm saying is true. Zusammen mit der Ankündigung gab es einen kleinen Trailer mit verschiedenen Musikern, die kreativ waren, keine Ahnung. Außerdem gab es eine offizielle Website mit so einem Text drauf, was PG Lang ist, und im Endeffekt liest man den und man ist dann irgendwie auch nicht schlauer. Das Allerkrasseste an dieser ganzen Geschichte ist einfach, guckt mal hier in diesem PG Lang Trailer, wen ihr hier sehen könnt. Wer ist das? Richtig, das ist Baby Keem. Baby Keem, vor ein paar Wochen habe ich ihn vorgestellt. Jetzt habe ich einfach die Erkenntnis, das wissen wahrscheinlich schon alle von euch, aber Baby Keem ist der Cousin von Kendrick Lamar einfach. What? Das macht natürlich auch im Nachhinein Sinn, weil Baby Keem ja auch für seine sozialkritischen und sehr, sehr tiefgründigen Texte bekannt ist. Bitch, sit on my face, I attack that. Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen. Aktuell ist das Wetter sehr gut. Nein, Spaß. Corona ist wirklich aktuell überall. Ich habe es am Anfang mir gedacht, ja, wie schlimm kann es schon sein? Es wird immer schlimmer. Selbst auf Musik und das ganze Musikgeschäft hat riesige Auswirkungen. South by Southwest wurde abgesagt, Coachella wurde abgesagt, alle Konzerte in der Umgebung werden abgesagt. St. John Konzert vor einem Monat wurde abgesagt, das war aber nicht wegen Corona, das war, weil St. John krank war. Ich bin so traurig darüber. Sorry.
Auf jeden Fall gibt es jetzt auch den ersten Rapper, der vielleicht an Corona erkrankt ist. Jetzt ratet ihr bitte, wer es ist. Where could I have received this coronavirus from? 21 Savage hat zugegeben, dass er aktuell auf die Ergebnisse wartet, ob er Corona hat oder nicht. Das heißt, eure Lieblingsrapper haben auch schon Corona. Ihr seid also nicht dagegen immun, Corona zu bekommen. Trefft genug Vorsichtsmaßnahmen, wascht euch die Hände, leckt keine Treppengelände ab. Ich weiß, das kitzelt so geil auf der Zunge, aber lasst es ruhig mal 2 Wochen sein. Danach sind sie umso leckerer. Der Baby hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Schlag. Eine Frau hat ihr Blitzlicht zu nah an der Baby gehalten und er hat ihr dann einfach mal kurz ins Gesicht geboxt. Seine Entschuldigung dafür war eigentlich noch besser als die Tatsache, dass er es überhaupt gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, dass er nicht gesehen hat, dass es eine Frau war, die er da geboxt hat. Das heißt, wenn es einer seiner männlichen Fans, die Geld zahlen, um ihn zu sehen, gewesen wäre und ihn filmt, dann wäre es okay, ihn zu boxen. Mein Video der Woche, das fulminante, furiose Comeback von Lil Yachty zusammen mit Drake und der Baby, Oprah's Bank Account. 9 Minuten Blockbuster-Video, es gibt Schauspiel, es gibt Comedy und es gibt Musik. 3 Sachen, von denen ich persönlich sehr großer Fan bin. Lil Yachty rappt endlich wieder so, wie er es zu Lil Boat 1 Zeiten gemacht hat. Nicht auf harter Gangster, sondern einfach ein cooler, entspannter, witziger Dude mit dem gewissen Fünkchen Charisma. Außerdem ein sehr selbstreflektierender DaBaby. You make every damn song like an ongoing song. You never gotta make another song again. Außerdem der Star von dem ganzen Bums, natürlich Drake. Der ist natürlich nie um eine Schauspieleinlage verlegen. I look at pictures of myself without a beard and I absolutely kind of shudder. Droppt einen ultimativ entspannten Part und dazu natürlich ein paar kleine Lachis. Man nimmt, was man kriegen kann. Back home I'm no Prezi, I'm Obama, ey. Es gibt endlich mal wieder News über 6ix9ine und zwar sehr, sehr, sehr überraschende. Und zwar steht das Datum fest, an dem er das Gefängnis verlassen darf. Und zwar ist es, denkt dran, seine Ursprungsstrafe war 47 Jahre. Am 2. August 2020, also in 5 Monaten. Y'all are going to jail! Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch an die Zeit, wo er gerade verhaftet wurde und alles irgendwie über ihm reingebrochen ist. Und es war irgendwie so, als würde er jetzt 500.000 Jahre ins Gefängnis gehen und jetzt ist er einfach 1,5 Jahre später schon wieder frei. Der Fall 6ix9ine eignet sich natürlich perfekt für eine krasse Netflix-Dokumentation oder eine Anime-Serie oder sowas. 6ix9ine, verhaftet, Sein frühes Freikommen liegt höchstwahrscheinlich daran, dass er sehr kooperativ mit den Beamten war. Er wurde ja auch Staatsebene verurteilt, das heißt, es ist wirklich das Schlimmste, was dir passieren kann, 47 Jahre im Gefängnis, hat dann aber sehr schnell eingelenkt und hat gesagt, dass er mit den Behörden kooperieren wird. Er ist Kronzeuge in dem ganzen Prozess gewesen, hat gegen 2 Leute ausgesagt, denen er zusammengearbeitet hat, die inzwischen auch verurteilt worden sind, ist im Gefängnis wohl auch ein absoluter Musterhäftling. Außerdem ist er ein kleiner, süßer Bursche und hat im Gefängnis nichts zu suchen. Spannend zu sehen, was passieren wird, wenn er frei ist, ob er dann direkt in New York abgeknallt wird oder ob er New York schnellstmöglich verlässt, um da nicht irgendwie Schaden zu nehmen, weil er halt eben sehr viele Leute angeschwärzt hat und in New York ticken die Uhren ein bisschen anders. Apropos Uhren, die anders ticken in New York. Es gibt sehr, sehr traurige Nachrichten über einen Rapper, den ich noch vor ein paar Wochen hier vorgestellt habe. Pop Smoke ist nämlich vor kurzem bei einem Raubüberfall in seinem Haus gestorben. Es deutet alles darauf hin, dass die Verbrecher nur auf Pop Smoke aus waren und nicht irgendwie darauf, das Haus möglichst leer zu räumen. Das ist natürlich auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil Pop Smoke jetzt in sehr kurzer Zeit vom New Yorker Ghetto bis an die Spitze der Charts gekommen ist und hat einen übertriebenen Aufstieg gemacht. Ich habe ihn vor 2 Wochen noch vorgestellt. She like the way that I dance. She like the way that I move. Jetzt wird man vermutlich keine richtigen Alben mehr von ihm hören können. Es sei denn, 50 Cent zieht seinen angekündigten Plan durch. Er hatte nämlich gesagt, dass er Pop Smokes unfertiges Album fertig machen wollte, ruft dafür New Yorker Rapper zusammen und möchte das Ding dann nochmal rund machen. Sehr noble Geste von 50 Cent, wenn das tatsächlich durchziehen sollte und das dann nochmal ein cooles Album wird und nicht irgendwie so ein halbfertiges, rausgekacktes Projekt, um nochmal von den Toten zu profitieren. Underrated diese Folge, ein Video, was mir in den letzten Wochen einmal begegnet ist, vielen von euch vermutlich auch und ich glaube, man sollte das auf jeden Fall mal im Auge behalten und zwar RMR mit Rascals. Man hat das Setting ja schon millionenmal gesehen. Es sind große, schwarze, starke Männer, die alle komplett vergoldete Zähne haben, deswegen wird es vermutlich in Florida stattfinden, das Ganze. One fucking K, bitch! Know what it is, bitch! Es gibt riesengroße Gewehre, es gibt schutzsichere Westen, es gibt Designerklamotten und dann gibt es
diese Art von Musik. Bitches that broke my heart, they became hoes, I can't. Weil ich finde, da könnte auf jeden Fall noch was Geiles bei rumkommen. Man sollte den auf jeden Fall mal im Auge behalten. Im Ohr bleibt er nämlich auf jeden Fall. Overrated diese Folge, My Turn von Lil Baby. Ich bin allgemein nicht der größte Lil Baby Fan und habe mir das Album da mal reingezogen. Im Urlaub hat man natürlich Zeit. Ja, Leute, ich war im Urlaub, danke für die Nachfrage. Ich fand es halt einfach sehr, sehr egal. Es gab natürlich Features von ultimativ vielen Rappern, unter anderem ein Uzi-Feature, was ja auch nicht jeder von sich behaupten kann. Und selbst das war nicht so ultra krank. Mal so ein Feature-Part von dem auf irgendeinem Album finde ich ganz nice. Beispielsweise Heist in the Room Remix. Oder so das Ding mit Gunna finde ich halt auch ganz nice. Aber so komplett nur Lil Baby ist mir auf Dauer einfach zu anstrengend, weil ich finde, der hat nichts so ultra Besonderes. Ist alles ganz okay, aber es verschwimmt dann irgendwie alles zu so einer großen Masse. Gibt es hier Leute, die ein Lil Baby Album sich gerne reinziehen von vorne bis hinten und das auch regulär hören? Wenn ja, warum? Was macht den für euch aus? Lasst uns reden. Das war's mal wieder mit Marvin's Room für diese Woche. Nächste Folge dann wieder in 2 Wochen Montag. Ich muss echt gucken, was jetzt ist wegen Corona, ob ich raus kann, ob ich nicht raus kann, ob das mehr Folgen bedeutet, ob das weniger Folgen bedeutet. Auf meinem Instagram @MarvinBackspin findet ihr immer die neuesten Informationen, wie es jetzt mit den Folgen aussieht. Ich gehe aber davon aus, dass wir uns in 2 Wochen dann wiedersehen, Freunde. Ich wünsche euch eine tolle Woche, eine super Zeit und außerdem kein Corona. Bis dahin. Tschüss. Backspin.